Hallo Minecraft, herzlich willkommen zur nächsten Folge Sky Factory 256. Ja, letztes Mal haben wir, glaube ich, die Barrels geupgradet. Heute kümmern wir uns wieder um die Capacitor Bank, damit unten unser Energiespeicher endlich fertig wird. Da brauchen wir noch ein paar Vibrant. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Guck mal. Die hier meine ich. Vibrant Crystals. Inzwischen habe ich auch noch mal ein paar Enderperlen gefarmt. Wir brauchen noch 56 Capacitor Banks. Das sind noch eine ganze Menge. Ne, 58, weil unten fehlen ja noch zwei. So. Emerald noch ein paar rein und dann haben wir ein Stack fast. Ne, 43. So. Jetzt müssen wir gucken, woran unsere Produktion mal wieder hängt. 24 haben wir. Das Gold machen wir mal hier raus. So, Redstone brauchen wir noch. Ich möchte halt auf jeden Fall den Part hier abschließen. Es fehlt noch Kupfer. Kein Platz. Ich habe immer keinen Platz hier drin. Jetzt fehlt schon wieder Kupfer. Und da ist auch kein Platz. Jetzt haben wir wieder keinen Redstone. Eieiei. Machen wir da rein. Immer das, was ich brauche, das fehlt. Okay. Gut, dann gucken wir mal, was hier unten weitergeht. 25, der produziert. Energetic Alloy fehlt. Der hier scheint, der arbeitet noch gut, aber der produziert so langsam. 1, 2, 3, 4. Dann schmeißen wir mal die Öfen auch wieder an. Dann produzieren wir nämlich viermal so schnell, beziehungsweise fünfmal sogar. Weil wir fünf Öfen am Laufen haben. Ich habe den falschen Ofen angeguckt. Jetzt ist wieder kein Platz. Ist ja logisch, Mann. Sulfur brauchen wir hier oben gar nicht. Warum ist da oben Sulfur drin? So, Kohlepulver könnten wir mal noch ein bisschen produzieren. Die können jetzt leider hier nicht mehr abpumpen, weil hier kein Barrel mehr frei ist. Aber das ist nicht so wild. So, starte mal wieder ein Backup, nachdem ich gestern leider nicht auf den Server gekommen bin. Ich wollte eigentlich gestern ein bisschen vorproduzieren. So, was ist da jetzt? Irgendwas hat da jetzt gefehlt. Ne, passt. Den hier fehlt wieder was.
müssen wir wieder Energetic Alloy und eine Enderperle zusammenschmelzen. Enderperlen habe ich gerade noch mal im Ende ein bisschen gefarmt. Und unten sollten vielleicht auch noch mal welche sein. Die Monsterfalle produziert ja auch inzwischen recht gut. Nur ein Stack. TX-Head. Jelly Monsters TV. Grizzlies. Okay. Gut. Wir könnten auch mal hier ein paar Legendary Lootbags öffnen. Delicious Meal. Was ist das? Lumium. Ah, Vibrant Alloy, genau das, was wir brauchen. Enderium. Wither Skeleton. Mana Steel. Ja, Diamantrüstung. Ein paar Sachen haben wir mal in die Tonne. Das hier zum Beispiel. Das haben wir auch nicht. Von den XP-Bärbüschen haben wir auch ungefähr 10 Millionen Stück. Wie machen wir denn das? Machen wir am besten einfach so. Und dann haben wir wieder alles im Inventar, was wir da rein brauchen. Wieder um die Produktion. Leider haben wir bloß zwei von diesen Alloys gekriegt. Enderium Ingot. Kein Platz. Immer noch kein Platz. Verdammte Axt. Den Timer brauchen wir sowieso nicht. Mit den Rüstungen habe ich noch ein bisschen was vor. Es dauert aber noch ein bisschen. Essen kommt ja in die Kiste hier. So, haben wir alles verarbeitet, glaube ich, was irgendwo rein sollte. Geht immer ein bisschen schneller, wenn man zwischendrin mal oben einfach das Zeug reinhaut. Weil die Item-Conduits sind durch ihre Geschwindigkeit etwas begrenzt. Hier kommt natürlich ein Function-Upgrade, wenn wir das reinmachen. Speed. Das ist das hier. Item-Conduit-Speed-Upgrade. Und dadurch gehen mehr Items rein. Würde jedes Mal 4 Items mehr durchziehen. Das ist natürlich schneller, aber das brauchen wir nicht unbedingt. So. 36 Capacitor Banks haben wir. 37. Die gehen wir mal platzieren. Sobald hier unten alles fertig ist,
Dann werde ich mir hier wahrscheinlich einen ME reinsetzen. Weil wir dann auf jeden Fall auch genug Energie haben. Stehen können, fallen wir nicht die ganze Zeit auf die Nase. Ich hätte gerne eine In-Out-Anzeige. Die komplett ist. So. Etwas leserlicher. Zwei, vier, fünf, zwei, vier, 20, 21. 21 gepasserte Banks. Die sollten wir heute eigentlich noch hinkriegen. Wenn wir genug Enderperlen kriegen. Eine haben wir hier. Ich muss immer gucken, woran die Produktion hängt. Kohlestaub kriegt man. Ich glaube, es hängt immer noch an dem Energetic Alloy. Hiervon haben wir noch. Von den Double Layer haben wir auch noch. Nur von dem Octa nicht. Auf jeden Fall noch mal ein bisschen Glowstone. In den haben wir noch 19. Das haben wir also auch noch mal. Einen brauchen wir auf jeden Fall noch. 20 und dann 21. Das müsste passen. Enderperlen auf jeden Fall. Dann werde ich noch mal schnell ins Ende flitzen und da ein paar Endermans Hallo sagen. Immer noch sehr praktisch dieses Pipeline-System hier. Da verbraucht man nicht mal Hunger, wenn man hier unten ist. Ist auch toll. So, wir flitzen zu Nym und von Nym aus fliegt man dann wieder zum Endportal. Ich habe ehrlich gesagt immer noch nicht die Voraussetzung fürs Endportal. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ins Ende gehe, umgehe ich damit eigentlich die Regeln. Das wollte ich jetzt nicht. Aber da eigentlich keiner mehr hier aktiv spielt, außer mit Fistel manchmal und nun, ist es glaube ich auch mit den Regeln nicht mehr ganz so streng. Oh, guck mal, schon wieder ein Stack in der Perlen. Das Schwert ist einfach sehr gut. Mal erst die da oben ein bisschen verscheuchen. Ich hoffe, wir können jetzt überhaupt hören. Sehr laut. Aua.
mal, dass die mich nicht zu sehr trauen. Der Unterstand hat mir schon gute Dienste geleistet. Vor allem, weil ich hier habe, glaube ich, 7 oder 8 Stacks an der Ferne geholt. So viele werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr holen. Ein bisschen doof, ich müsste die Plattform noch ein bisschen größer bauen, damit die nicht an der Stunde immer runterfallen. Komm her. Ja. Lass mich auch dafür haben. Ja, auch immer. So ist er auch nicht. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie viel Enderperlen wir brauchen. Okay, der hat Tschüss gesagt. Ach, schade, der Compressed Enderman, der ist leider runtergefallen. Muss immer ein bisschen weggehen, damit die da unten wieder spawnen auf der Plattform. Weil irgendwie ein Radius festgelegt ist, in welchem keine Monster spawnen. Dann kann ich hier wieder herkommen und noch ein paar Endermen holen. Also kann ich jedem empfehlen, einfach eine Plattform zwei Blöcke hochzubauen. Und dann einfach die Monster von dort auszuholen. Ihr spart euch den Schaden und seid in der Regel auch sicher. Dann kriegt man halt ein Schlägchen ab, aber was soll's. Ein Level kriegt ihr dann noch. Geschlagen. Mit einer guten Rüstung haltet ihr das auch draußen aus. Müsst nur bei Compressed Elements aufpassen, dann kloppen nämlich kurz mal 7 auf euch ein. Und den haben wir noch mit. Und dann sollten wir hoffentlich genug haben. So, wir spawnen ja zum Glück gleich zu Hause. Dann sind die Wege kürzer. So, Enderium, Energetic Alloy. Hier mal kurz die Säckchen da unten ein. Ach, einen grünen haben wir auch noch. Ha. Warte mal. 8 Enderperlen nehmen wir mit.
Wir haben, glaube ich, schon eine ganz verzauberte Rüstung von diesem Fist-Zeugs da. Oh, ein Okta. Oh, Betrokium. Das ist doof. Dann gehen wir mal nah in die Kiste. Macht uns ja ziemlich langsam. Okta. Ja, hat nämlich Slowness 4 sogar. Enderman-Dinger brauchen wir alles nicht. Essen. Essen kommt immer weg. Müssen wir vor Mephisto verstecken. Essen. Division Sigils und so. Unknown Dimland brauchen wir alles nicht. Ein Endportal-Frame. Vielleicht kriegen wir doch irgendwann, dass wir noch ins, offiziell ins Ende dürfen. Nee, hier nicht rein. Irgendwo hatte ich schon mal so einen Teil. Das gehört auch nicht da rein. Hier. Mana-Stil. 8. 8. Wir brauchen mehr. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Das hier haben wir noch. Glowstone haben wir. Capacitor-Dinger brauchen. Also Redstone, Kupfer und Gold. So, und dann haben wir nämlich auch wieder genug Capacitors. Na, warte, hier ist noch 64. Die machen wir da noch rein. So, haben wir noch ein Stack, das passt. So, und dann hängen wir schon wieder wegen Energetic Alloy rum. Ja, eigentlich gar nicht sein. Doch, weil der Double Layer das braucht. Oh, da sind noch 9 Stück. Jawohl. Ganze 9. Nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Was verbraten wir hier denn für Ressourcen? Das gibt's ja gar nicht. Ach, toll. Kann ich das nicht rausnehmen? Hallo, geh doch raus. Achso, ist gerade unten rein und da kann ich wahrscheinlich nicht zugreifen, oder? Ich mach's einfach mal da rein, das müssen wir irgendwann mal gucken, dass wir das freikriegen.
10 Dinger brauchen wir noch. Die werden wir bis zum nächsten Mal herstellen und dann sind wir nächste Folge unten mit den Capacitor Banks fertig. Dann sollten wir ungefähr 3 Milliarden RF speichern können, hoffe ich. Und ich guck mal dran. Weil im Moment gehen rein 2,475 Milliarden RF. Das sollte dann ein bisschen reichen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder auch sogar ein Abo. Bis dahin. Ciao.